Ich grüße euch. Ich möchte euch weitergeben, was Gott mir heute Morgen aufs Herz gegeben hat. Denn ich spüre, es ist eine große Müdigkeit bei Gottes Kindern zu spüren. In all den Stürmen und in all dem, was im Moment weltweit geschieht, ist es, als ob vieles, das Gott uns gezeigt hat, überhaupt nicht kommen wird. Doch ich glaube, gerade weil es so finster ist, ist das wie die große Stille vor dem großen Sturm. Wir haben nun den dritten Sturm hinter uns, ich meine den natürlichen. Aber Gott hat mir gezeigt, dass das auch im Geistigen geschehen wird. Ja, es ist ein großer Kampf. Ein großer Kampf in der geistigen Welt. Das heißt für uns, dass wir achtsam sind. Dass wir mit unserem himmlischen Vater verbunden bleiben. Das heißt nicht, dass wir Stunden im Gebet verweilen. Das ist gut, ja, das ist gut. Aber noch wichtiger ist es, den ganzen Tag, egal was wir gerade tun, bei der Arbeit, beim Einkaufen, beim Putzen, wo auch immer wir sind, mit unserem himmlischen Vater verbunden bleiben. Das muss man ein wenig üben, aber es lohnt sich. Ja, es lohnt sich besonders in dieser bösen Zeit. Es ist auch hilfreich, nicht bei dem Bösen unsere Augen hängen lassen. Das heißt, wir sollen immer wieder, wenn wir Böses sehen, ob im Fernsehen oder in den Zeitungen, unser Blick schlussendlich auf unseren himmlischen Vater richten. Er hat alles unter Kontrolle. Ihm entgeht gar nichts. Ja, es sieht im Moment aus, als würden alle unsere Gebete irgendwo wie Nebel sich auflösen, aber das stimmt nicht. Jedes Gebet von uns ist im Himmel aufgeschrieben. Jedes Gebet ist sehr wichtig und gewichtig. Und es kommt die Zeit, ja, es kommt die Zeit, wo ein Engel all unsere Gebete mit dem Feuer vom Himmel vermischt und auf die Erde gießt. Und das wird Erschütterung geben. Diese Erschütterung ist schon bereits im Gange. Und darum sollen wir dies so ansehen. Es sind unsere Gebete. Es sieht im Moment schlimm aus. Doch es muss alles ans Licht kommen, was so lange im Verborgenen wirken konnte. Denn es steht geschrieben, alles, was ans Licht kommt, wird Licht. So möchte ich euch ermutigen, gebt nicht auf. Bleibt jetzt in dieser bösen Zeit nahe am Herz unseres himmlischen Vaters. Lasst euch immer wieder von ihm ermutigen und reißt eure Augen weg von dem Bösen. Das heißt nicht, dass wir überhaupt nicht mehr hinsehen sollen. Nein, das ist wichtig. Wir sollen aber sehen, was Gott daraus macht. Und darum richte deine Augen immer wieder auf den Herrn. Ich möchte dich ermutigen mit drei Versen, die mir Gott heute Morgen ins Herz gegeben hat. Sie haben mich sehr ermutigt. Es sind Worte von David und er richtet sie an Gott. Und es sollen auch unsere Worte werden in dieser Zeit.
Ich lese vom Psalm 141, Vers 8, 9 und 10. Doch auf dich, Herr, mein Gott, blicken ständig meine Augen. Bei dir suche ich Zuflucht. Gib mein Leben nicht preis. Bewahre mich vor der Schlinge, die sie mir gelegt haben, und vor den Fallen der Übeltäter. Mögen die Gottlosen sich in ihrem eigenen Netz verfangen, ja, während ich unbeschadet vorbeigehe. Ich möchte dich ermutigen. Erwarte dies vom Herrn. Erwarte Großes vom Herrn. Egal, wie es gerade um und in dir aussieht. Schau auf ihn. Er reißt für dich immer wieder den Himmel auf. Und im größten Sturm, im größten Tornado hat es ein Auge. Dort ist es still. Das ist, wenn wir uns ganz nah beim Herrn bergen. Und das können wir inmitten eines großen Sturms, inmitten beim Einkaufen, inmitten unserer Arbeitsstelle, inmitten, wo wir auch sind. Gott ist mit uns. Wer kann gegen uns sein? Ich wünsche dir Gottes überreichen Segen und Pieti Gott.